Wir machen noch einen. Einer von der ganz Alten. Dann stehe ich da, so, wenn wir uns verbeugen, stehe ich neben diesem kleinen Lehmann. Und weißt du, was er zu mir sagt? Du bist ein kleiner Sieg. Ist etwa 2 cm grösser. Ich bin 1,68. Gleich gross wie Martina Hingis. Was bist du? 1,72, sonst glaube ich nicht. Das hörst du 1,70. Aber er ist immer noch 1 cm grösser als der Messi. Er ist 1,69. Und glaubt, der Maradona ist kleiner als ich. Aber ich konnte nie so gut können schuften als Räubli. Aber er kann nicht so gut Klarinette wie ich. Es ist einfach wirklich mal passiert, dass ich an einem Konzert wo einfach die Leute kamen und ich dachte, ja, aber Berge wollte ich dort hören, noch von dem Heiliger. Und dann ist ja so ein älterer Herr, ich bin der CD vorbeigelaufen, der hat ein paar CDs verkauft, ich verkaufe von ihnen wieder ein paar CDs. Ist dann durchgelaufen und hat einfach nur hinterher gezischt, Berge hat er denn nicht gemacht. Vielleicht ist ja da hinten auch wieder da. Es könnte sein, dass der Sohn 25-jährig ist. Sinn kam, dass ich mit meiner Mutter von Langnau auf Thun bin. Ich war ein kleiner Bauer. Wir sitzen mit dem Bummler, mit der EBT von Langnau gegen Thun gefahren. Und weil es eben ein Bummler war, hat er überall eine Stimme gehabt, aber schon in einem Matthummer. Nachher Signal, das Bobil, das Zetzibil, das Konufing, das Stalder. Erst der Stutz ab, wenn es oben Giesbach hat, der Stil geht, das Benzinkoffer. Dann ist es durch den Tunnel. Das Heimberg hat der Stil gehabt. Das Lederli hat es noch nicht gegeben, sonst hätte er sicher auch Stil gehabt. Aber Steffisburg hat er still gehabt. Und sogar in diesem kleinen Schwäbis-Bahnhöfli hat er still gehabt. Und endlich sind die Mutter und ich zu Thun gewesen. Und dort sind wir schräg über den Bahnhofplatz rüber zu diesem grossen weissen Schiff. Und mit dem Dampfschiff über den See. Lutini, hast das Schloss dort gesehen? Mutter fragt, wie bin ich 3-jährig gewesen? Nur Mutter, das Schloss ist genau hier. Oberhofen am Thuner See. Ich denke zurück, es tut gut, es tut doch nicht weh. Oberhofen, wir legen auch in der Tasche von Mutter ins Schoko. Ich denke zurück, es tut gut, es tut doch ein bisschen weh.
Ofen. Wir legen auch in der Tasche von Mutter ins Schokolade. Als we nachher vorher zijn, als het grosse weisse Schiff wieder van Interlaken gekommen is, als we vorher zur Lente waren, is een andere kleine Bub met zijn Mutter dahergekommen. En ik ben zu ihm en zei: Wie heisst du? En er heeft mij gross angeschaut en er heeft gezegd: Eben de Polo. Aber die Mutter hat sofort gesagt, komm jetzt, sonst will der auch noch auf das Schiff. Bei uns ist es gleich, wenn es dann langweilig ist am Thunersee. Also sind wir halt sofort eingestiegen und Gott sei Dank hat es denen nachher nicht gelangt auf das Schiff. Und dann sind wir Richtung Thun und Hünibach hat es gegeben, das Schiff. Und dort habe ich raufgeschaut in die erste Katze. Und dort oben ist er gestanden. Mit dem weißen Mantel, mit dem violetten Foulard, mit der dunklen Sonnenbrille, mit den Küsselhaaren. Und er hat mich auch gesehen, neben der Mutter. Und er hat gewunken und er hat gelacht. Und ich, kleine Gio, habe ihn gekannt. I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl. Everybody sing la 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 la. Sure.